Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Solo Mass Effect 3 Multiplayer. Und heute wage ich es mal den Sprung von Silber, von Bronze auf Silber Schwierigkeit, also von der Herausforderungsgrad Bronze auf Silber, mit den Reapern auf der Feuerstellung Gigant. Und zwar mit einem Charakter, den wir schon mal hatten, nämlich der Azaien Infiltratorin. Aber das Gameplay, was ich damals von ihr hatte, mit dem Präzisionsgewehr der Kreatoren, das hat mir nicht so gefallen. Und jetzt habe ich ein neues Setup für sie. Ich habe ihr mit der Insignia IL-3 habe ich sie jetzt ausgerüstet, zusätzlich den Panzerbrechmod und den Aufsatz für mehr Schaden. Dazu habe ich mitgenommen, das Kommandopaket 5 gibt mir 12% mehr Pistolenschaden und biotischen Schaden, was natürlich sehr hilfreich ist bei zwei Fähigkeiten, die wirklich sehr gut sind, also Warp und natürlich der dunkle Kanal. Mit dabei ist es noch der Pistolenlaufbeschleuniger 3, gibt mir 30% mehr Pistolenschaden. Wie gesagt, die Eagle wird sehr oft benutzt und die brauche ich auch in diesem Durchlauf. Den zyklonischen Modulator 3 habe ich mitgenommen, da ich denke, vielleicht könnte mir die ein oder andere doch Schaden zufügen. Und da sind mir diese 100% mehr Schilde doch ganz gut. Also das wird mir dem mal den Arsch retten, vielleicht ein oder andere Mal. Und ich habe doch die Brandbrette 3. Da ich gegen Reaper spiele und da ja auch viel Panzer im Spiel ist, und ich auch noch Warp habe zum Detonieren, kann ich vielleicht ein paar Feuerexplosionen machen. Und wie gesagt, gegen Panzerung ist Brandventil doch ziemlich gut. Ja, würde ich sagen, legen wir los. Mal sehen, wie sich das ausgeht, meine Strategie. Ich habe eben zweimal mit ihr auf Bronze gespielt und da habe ich beides mal 10 Wellen überlebt geschafft und ich denke, jetzt kann ich mal Silber probieren. Ich hoffe, dass nicht so schwere Aufgaben drankommen, also dass ich euch hier zeigen kann, wie schön doch diese Ratte eigentlich ist. Denn im alten Gameplay da saß, ja, das war nicht so schön, was ich da abgeliefert habe. Ein strategisch bedeutsames Ziel wurde ausfindig gemacht. Diese Zone muss Auch wegstehen, abgeriegelt bitte. werden. Feindliche Kräfte sind So. vorhanden. Okay. Wir bleiben hier stehen. Hier hinter der Deckung. Und da hinten starten die. Da werfen wir jetzt erstmal einen Kanal hin. Wir müssen natürlich auch treffen. Passen hier auf unsere Flanke auf. Ja, schön. Lebt er immer noch? So, den können wir nehmen für die biologische Explosion. Silber ist ein Sprung, also ein Sprung von Bronze auf Silber ist schon gewaltig. Jawohl, Feuerexplosion. Ja, hier war. Ich treffe nicht. Ich bin gesprungen. Das gibt besten Gut. Falls neutralisiert. Aktiv, wachsam bleiben. Da war schon mal hier aufregend, die erste Runde. Das sieht nach daneben aus. Da ziehen wir uns erstmal hier auf die. Super. Schilde sind weg.
Warum spawnen die alle hier? So. Ruhe in das Spiel bekommen ist jetzt die oberste Devise. Und die Rotation richtig hinbekommen. Das heißt also, in welchem Kreis wir hier rumgehen. Gucken, dass wir vor allem hier nichts bekommen. Natürlich immer mal ein bisschen gucken, dass wir diesen Punkt hier halten können, so. Weil hier muss man... werde ich viel rumstehen. Auch achten, dass hier hinten keiner kommt und dass der uns hier dann untergehen könnte. Arsch. Blöd. Alles gesichert. Gute Arbeit. Das war's. Aufbleiben. Feind sammelt sich. Erste Aufgabe. Naja. Hab sie entdeckt! Ach, da scheiße. Kann mal da lassen, aber. Okay. Wir wollen jetzt hier runter und dann die Leiter auf der anderen Seite nehmen und dann hoch. So ist jetzt erstmal der schnellste Weg. Wir versuchen hier hinten zu gehen. Ich bin geflogen. Der müsste weg. Nein! Scheiße. Ja. Hey, das Spiel hat mir eben einen kostenlosen Wiederbelebungsding gegeben. Den wollen wir möglichst nutzen. Hatte ich aber auch noch nicht, dass das Spiel mir mal sowas gegeben hat, also kostenlose Wiederbeleben. Ich habe schon davon gehört, dass sowas geben soll, dass das Spiel manchmal einem kostenlose Wiederbelebung gibt, aber das hatte ich noch nie. Okay. Ja, vor. Ja gut, okay. Schießen alle auf einen. Hilfe. Was ist denn das? Da wieder. Okay. Erstes Medikament weg schon mal. Ja, und ich habe nicht erwartet, dass ich jetzt 10 Wände mit Leben schaffe. Und wie gesagt, das ist eine Umstellung von Bronze auf Silber. Das sollte man nicht auf die falsche Schulter nehmen. Das ist eine schöne Scheiße, wenn man das denkt. Dass das nur eine kleine Steigerung ist. Das ist eine ziemlich große Steigerung. Okay. Immer hier hinten rumgehen, wenn nicht da vorne, weil hier vorne ist man doch leichter entzieht, als wenn man hier hinten rumgeht. Ja, okay, geschafft. Ihr
seht, Hacks kommen doch überall hin. Und mein Kabel müsste ich mal erneuern. Beziehungsweise den Akku. Das Akkukabel müsste ich mal machen. Das ist schön. Habe ich Zeit dafür? Ist es? Wo ist es? Wo ist es? Hier. Gut. Da kommen Sie. Bestätige. Feinde! Dafür verwende ich dann auch gerne mal die Titano, um meinen Kraftschaden ein bisschen zu steigern. Man hat, soweit ich das jetzt noch weiß, man Silber verstärkt. Im Sinne von, früher war es so gewesen, dass Bronze Silber war. Also, was man als Bronze versteht, war Silber, quasi. Und man war natürlich Bronze noch einfacher. Aber das ist heute leider nicht mehr so. Das heißt, Silber ist schwerer geworden. Weggedrückt. Ich bin das waren alle. Yep. Gute Arbeit, Feind sammelt sich. Zeit zum Nachladen. Welle 5? Feinde nähern ja. Sich. Mach ich. Aber es wird natürlich nicht einfacher. Jetzt kommt die erste Benji. Bei den Durchlaufen von Bronze musste ich die Benji nicht mehr anschießen. Kontakt! Jetzt muss ich sie anschießen. Ihr seht, der zweite Banshee kommt hier auch schon. Das hatten wir ja auf Bronze, hatten wir nie zwei Banshees in derselben Welle. Also ihr seht schon, es ist eine kleine Veränderung. Aber wir sind Banshees und Rohlinge lieber als Verwüster oder Marodeure.
gesagt, wir haben ja Feuerexplosionen. Da verschiedene Arten von Explosionen. Es gibt Elementarexplosionen. Und es gibt biotische Explosionen. Und zwar Elementar zum da Feuer. Und Brandmunition, Feuerexplosions. Ach, nee. Die wollen mich ja heute echt nicht leicht machen, ne? Das finde ich nicht schön. Und ich höre Verwüster. Eigentlich kein Problem. Eigentlich. Drei Stück. Zum Glück schießen die besonders gut. Einer ist schon mal weg, das ist schön. Für Rohlinge. Oder einen zumindest. Da ist noch einer. Jetzt ist mal der Rohling ein. Gut, das ist nicht allzu weit. Das ist mal gut. Aber wir müssen halt aufpassen, die Wüster sind noch hier. Die müssten weg. Oder wir müssten weg. Gut, das wären jetzt zu viele. Man kann immer mal versuchen, da ein bisschen was zu drehen in dieser Ecke da oben, aber man sollte nie zu lange da sein. Jetzt bin ich also hier. Und versuche dann hier ein paar auszuschalten. Wie gesagt, man muss immer sich eine Strategie zurechtlegen, wie man spielen möchte. Ich habe mich jetzt darauf festgelegt, immer, jetzt bin ich hier schon zu bunt, dann gehe ich halt hier hin. Ich nehme hier Munition mit erstmal, weil ich welche brauche, und dann gucke ich hier rum. Ja, erstmal guck mal, ob ich hier einen Lebensbar sehe. Wenn nicht, gehe ich hier runter. Auf eine kleine Unterschiede gucke, was ich hier so sehe. Gehe wieder in der Deckung und gucke, dass der kommt. Dann gebe ich ihm hier die Explosion mit und dann ist er schon weg. So. Dann. Gut. Für Tessia! Feinde nähern sich! Verstanden! Feind! Von wo? Von da hinten. Okay, das sind Verwüste. Wir bleiben erstmal hier. Hier ist ja erstmal nichts gespawnt, das ist schön. Arbeit mit unser Igel. Sehen, der hat uns in der Bildungsflaschen angreifen. Halten uns die schweren Feinde erstmal auf dem Leib. Dann visieren wir den Verwüster an und geben ihm den dunklen Kanal. Dann werfen wir Warp hinterher. Sehen, die Banshee ist unterwegs. Sehen, die Banshee ist böse. Sehen, hier ist ein Marodeur. Den wollen wir schnell weghaben. Hauen ab. Hilfe verloren. Nehmen uns Munition mit. Sehen, hier oben ist erstmal nichts. Gehen hier hoch. Sehen, immer dort wurde beim fünften Kanal getötet. Schauen hier, was hier rumhängt. Da unten ist ein Verwüster. Uns kurz Ruhe.
So, jetzt bereiten wir dunklen Kanal vor in Kombination mit der Tarnung. So, hauen die weg. Gucken, was jetzt noch so gekommen ist in der Zeit. Gut. Da ist jetzt ein neuer Verwüster gekommen. Der dürfte nicht viel aushalten. Nicht mit euren Kräften geizen. Ihr habt hier mit dem Bild, so wie ich jetzt hier spiele, habt ihr 200% Aufladezeit der Kräfte, also maximal. Und wie gesagt, ihr spielt eine Klasse mit unheimlich starken Biotiken. Es wäre fahrlässig, sie nicht auszunutzen. Welle 8. Gut, ein Medigel bisher verbraucht. Ist nicht schön, aber so ist nun mal die Sachlage. Ein kostenloses Revive bekommen, hatte ich auch noch nie. Weiteres Achievement, juhu. So, jetzt hier schön den Marodeur. Wer? So, irgendwo Verwüster. Fire Explosion. Kein Kill aber. Okay. Schilde verloren. Der Rolling. Gut, das sieht nach Verwüster aus, was da jetzt kommt. Mehr muss erstmal umorganisieren dann und lauf einfach ohne was zu killen hier einfach wieder runter. Nehme mir die Munition und ziehe mich dann hier wieder hin. Gucke, dass hier nichts unbedingt runterkommt. Wenn, dann versuche ich es gleich auszuschalten. Okay, seht dann Husk. Heißt, ich ziehe mich wieder weiter zurück hier an die Schräge. Diesmal brauche ich erstmal Emotionen, nehme hier dann die Husks so vor. Schau mir aber weiterhin an, wo die großen gepanzerten Gegner sind.
Gut. Feind sammelt sich. Zeit zum Nachladen. Hab aber in 5 Wellen belegt bekommen. Also 9 dürfte jetzt kommen. Gegner im Anmarsch. Mach ich. Kontakt. Aha, okay, da hinten ist eine Banshee. Wir ziehen uns nach den 3 Schüssen hier oben hin zurück, um keine weiteren Schüsse zu kassieren. Nehmen uns die Banshee vor. Ziehen uns jetzt zurück. Wenn nötig, die Banshee in Ruhe lassen. Sie bekommt Schaden. Wir müssen aber klar sein, dass wir natürlich noch eine Banshee haben jetzt. Also wir kriegen immer doppelte Banshees, bis auf Welle 11, glaube ich, oder 10. Wo wir dann 4 komplette haben und immer 2 pro, also 2 maximal. 2 maximal, genau, 2 maximal. Wenn ihr das spielt und eine Leiter hochgeht, würde ich euch raten, guckt erstmal, dass ihr weit genug von der Banshee weg seid. Wenn das nicht der Fall ist, wird sie euch oben erwarten und dann einfach greifen, dann war es das für euch. Ist mir noch nie passiert. Was okay ist. So, ihr werdet euch entschuldigen, dass ich nicht, weil ich nicht so viel sage, aber das ist hier für mich auch noch eine Herausforderung, auch wenn man gerade gut ist und ich habe das hier alles nach meinen Wünschen eingestellt. Es ist nicht einfach. Das nicht. So, wieder mal wegrennen, wenn es zu viel wird. Es ist keine Schande, wegzurennen, wenn es zu viel wird. Man kann auch wegrennen, wenn es echt wenig ist und man will einfach nur raus schnell mal und sich neu sortieren. Oder den Verwüster schon mal. Den wieder mit Unterkanal von der Ferne aus arbeiten, da sehe ich Hass, die kommen. Kurz mal raus, dass die wegkommen. Gut, der Filster wird gelegt. Und da ist schon der nächste. Nein! Ja gut. Da habe ich nicht aufgepasst. War zu sehr auf die Verwüste konzentriert. Und dann kann es schnell mal rund gehen da. Meistens haben die Marodeure irgendwie... Die haben ja eigentlich eine Facen. Eigentlich haben die Facen, aber das ist keine Facen 10 oder so, das ist eine Facen 5000 oder so. Feindliche Signale stören unsere Landstreckenkommunikation. Wir brauchen diese Ziele offline. Verstanden! Bewegung! Das Spiel mag mich nicht. Thank you.
Kiste. Die Hälfte ist offline. Weiter so. Schilde sind weg. Okay. Erstmal den Gegner weglocken vom Missionsziel. Jetzt glaube ich, dass ich genug Zeit habe, hier runter zu rennen und mein Objective machen kann. Finden Sie diese Geräte und schalten Sie sie ab. Noch ein Gerät, noch 52 Zeit. Schlecht, aber ja. Jetzt natürlich andersrum. Ich weiß zwar nicht, wo es genau ist, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, wo es ist. Das heißt, die Banshee hierher locken, die Brutes hierher locken. Alle langsamen Gegner. So viel wie geht. So, seht ihr, eine zweite Banshee. Und jetzt probiere ich zur Aufgabe zu rennen. Denk mal, jetzt kriege ich jetzt hier durch. Und jetzt gucken, dass wir möglichst gut hier wegkommen. Ihr werdet immer auf unerwartete Probleme stoßen. Auf Silber auf jeden Fall. Das ist so die goldene Regel. Erwarte nie, also kannst kein Spiel vorausplanen, was wirklich dann 100% so sein wird. Auf jeden Fall nicht auf Silber. Auf Bronze mag das funktionieren. Auf Silber ist das ein Wunschtraum. Das wird nicht passieren, dass man ein Match so vorausplanen kann, dass man sagt, okay, so wird es funktionieren, so wird es laufen. Es geht nicht. Hab vielleicht mal in einem von 100 Silbermatches könnte man sagen, wie es ungefähr ausgehen wird, aber das ist alles nur Spekulation. Man wird es, glaube ich, nicht genau schaffen, vorauszusagen, was passieren wird. Denn die KI, sie ist manchmal wirklich veraltet, aber sie ist dann auch im anderen Punkt dann wieder so fortschrittlich, dass sie meinen einen überrascht. Und das muss jetzt nicht unbedingt im schlechten für den Spieler, sondern auch im guten sein. Ich hatte ja heute jetzt eben gerade schon dann mein erstes Mal, dass ich vom Spiel ein kostenloses Wiederbeleben bekommen habe. Und ja, das ist doch... Ja. Wie gesagt, ich hatte es bisher nur aus Erzählungen gewusst. Feind sammelt sich. Zeit zum Nachladen. So, jetzt die Exploitationswelle. Shuttle unterwegs. Begeben Sie sich zur angegebenen LZ. Wir werden hier versuchen zu warten. Los. Und dann irgendwann versuchen natürlich zu laufen in die Exploitationszone. So viel wie die Zeit wollen wir natürlich hier verbringen. Die Feinde hierher locken, damit dann später die LZ frei ist. Für unseren Lauf dorthin. Ich sage, 4 Banshees. Wir müssen sie nicht killen. Das muss nicht sein. Außer vielleicht schon wieder 4 Banshees. Aber auf jeden Fall, 4 Banshees. Da ist sie. Eine davon.
Eine von zwei maximal. Wie gesagt, vier Banshees kommen auf jeden Fall. Zwei zur gleichen Zeit. Das war die Grundessenz davon. Wenn hier was ist, dann rennt er gleich hier rüber. Kommt dann noch gut von weg damit. Dann rennt er hier in 15 Sekunden noch. Versucht hier eine Killzone aufzumachen. Sekunden. Wie gesagt, die Zeit läuft im Moment für euch eigentlich. Sekunden. Banshee, 16 Sekunden. Sekunden. 6. 4. 1, 0. Und da sind wir durch. 34, 59. Etwas länger als die Bronze-Matches, natürlich, klar, weil mehr Gegner. Mehr, ja, vor allem, ja, mehr, was man da zu tun hat und auch, dass man mal öfters mal wegrennen muss. Hab ich ja 2, 3, 4, 5 Mal gemacht. Weil ich einfach dann zu viel hatte, dann muss man weg, weil man hat dann, ja, man hat keine Kontrolle mehr über die Situation und dann wird es gefährlich. Zwei Raketenwerfer weg, zwei Medige weg, eigentlich drei, aber okay. 32.000 habe ich mitgenommen. Gut, hatte natürlich ein bisschen weniger bei den letzten mitgenommen, als sie mit hätten nehmen können. Aber ihr seht, 75 Kills, 50 Biotic Kills, 10 Kopfschüsse, 50 Pistolen Kills. Nur das 5 Fälle überlebt, klar. Bin ja gestorben. Mehr oder weniger. Ihr seht, also das hat mich schon jetzt einige Überwindungen gekostet. Das war nicht ganz so einfach. Aber ihr müsst einfach sein, das sind, was ihr da verbraucht, Verbrauchsgegenstände. Auch die Munition, das sind Brandmunition, mein Modulator. Hat mir sicherlich geholfen, aber auch manchmal war dann auch überfordert. Wie gesagt, das sind nur 500 Schilde maximal noch drauf, die ich bekommen habe da. Auf 1, auf 825, 500 drauf, ja gut, das sind auch 1,3. Ja. Aber wie gesagt, Silber ist, das ist eine andere Liga als Bronze. Das ist schon wirklich heftig. Auch gegen Reaper war, glaube ich, für mich so bisher das Einfachste, was ich so hatte. Ich meine, ihr müsst überlegen, was ihr bei anderen Fraktionen habt. Bei den Geth habt ihr mehr Pyros, mehr Kommandanten, mehr Bomber, ja, Raketenschützen sowieso. Also da, das ist schon dann nochmal eine Klasse höher. Also für mich, wenn ich jetzt sagen würde, die leichtesten Gegner für Silber wären für mich die Reaper, danach kommt Cerberus, danach die Geth und dann später die Kollektoren. Und die Kollektoren sind, egal in welcher Schwierigkeitsklasse, das Nonplusultra für mich zumindest. Die sind schon auf Bronze unheimlich schwer. Also da braucht man schon einiges Skill, um da durchzukommen. Die Prätorianer, bei denen, ich glaube, da kommt schon auf Silber in einer Mission zwei zur gleichen Zeit. Es ist unschön. Aber ihr habt gesehen, es geht mit der Seitenvertrauen besser. Was mir natürlich hätte helfen können, wenn die Igel eine höhere Klasse gehabt hätte. Hätte mir helfen können. Ich hatte Brandmunition 3 drin, ich habe noch keine 4er Munition leider. Ich hatte Pistolenverstärker 3 drin, habe auch noch einen 4er Verstärker drin gehabt, also... Ja, also es war eigentlich das Höchste, was ich zumindest haben kann im Moment drin. Wie gesagt, scheiß auf zwei Medige und zwei Raketenwerfer, die kriegt man in jedem Rekrutenpack und die sind nur 5000 wert, also... Darauf könnt ihr wirklich scheiße, wenn ihr Silber spielt. Auf Gold, wenn ihr da mehr verbraucht, ist auch egal.
Hauptsache ihr habt noch sowas und ihr kommt da gut weg mit der Feuerungsfiltration. Das ist das Wichtigste. Kommt, ihr müsst, dass ihr wegkommt mit der Feuerungsfiltration. Das ist eigentlich wichtig. Ob ihr jetzt am Ende noch 2, 4 oder kein Medigel mehr habt oder nicht noch keine Raketenwerfer mehr oder noch 3, es ist egal. Das eine oder andere hätte ich vielleicht noch ein Operationsüberlebenspack nutzen können, anstatt statt jetzt Medigel da noch zu opfern. Also zum Beispiel da, wo ich dann auf einmal, wo mich der Marodeur überrascht hat, hinten bei der Kiste, hätte ich vielleicht, als ich weggelaufen bin, dann in Operationsüberlebenspack nehmen können, anstatt damit mich dann damit zu rechnen, dass er mich vielleicht nicht erwischt. Hat er natürlich dann gemacht. Da muss dann Medigel dafür nutzen, aber okay. Mal sagen, da geht man schon in die Reserven. Auf Silber auf jeden Fall, auf Bronze nicht unbedingt, aber wie gesagt, okay. Das war mein Spiel zu dem Silberschwierigkeitsgrad mit der Asari ihren Infiltratorin. Und mein Name ist Don Micro, don't get yourself killed. Bis zum nächsten Mal.